Quantencomputer und Krypto, verträgt sich das oder müssen wir da eher vorsichtig sein? Wie ist das mit unseren Adressen? Können die Private Keys gehackt werden mit einem Quantencomputer? Wird das möglich sein? Ist ein Quantencomputer in der Lage, dem heutigen Mining Konkurrenz zu bieten, weil er viel schneller ist? Alle diese Themen, die schauen wir uns gleich an. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Patrick. Es geht mir in diesem Video weniger um Quantencomputer als mehr darum, wie gehe ich mit meinen Adressen um, also mit meinen Public-Private Keys und eben den Adressen. Kann ich den Public Key einfach so herausgeben? Was ist mit den Adressen? Ist das dasselbe wie der Public Key? Das sind essentielle Themen, wenn es darum geht, das Grundverständnis zu haben für Kryptographie, für Kryptowährung, Bitcoin und Co. Wenn man dieses Basiskonzept verstanden hat, dann kann man sicherlich viel ruhiger schlafen und man weiß auch, um was es eigentlich geht und man weiß dann eigentlich auch, weshalb es immer heißt, man sollte nie zweimal dieselbe Adresse verwenden. Heißt das, wenn ich was empfangen will, dass ich jedes Mal eine neue Adresse wählen muss? Nein, das heißt es nicht, sondern es geht ums Versenden, nicht ums Empfangen. Das Empfangen ist immer problemlos, das Senden, da sieht es ein bisschen anders aus, aber da gibt es gute Lösungen und ich denke, wir schauen jetzt uns mal an, was es denn mit dem Ganzen auf sich hat. Zuerst noch kurz zu Quantencomputer. Quantencomputer können alles, was Hashing ist, dem können sie nicht gefährlich werden, denn Hashing ist unhackbar. Also man kann eine gehashte Adresse zum Beispiel nicht hacken. Man kann aber zum Beispiel einen Public Key, der vom Private Key abgeleitet wird, mit einer elliptischen Kurve, kann man theoretisch zurückrechnen. Ich sage theoretisch, weil wir schauen uns mal kurz an. Heute gibt es Quantencomputer, die bringen so 50 Qubits hin. Also ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, was Quantencomputer sind. Das ist eine ganz eigene Materie, ist ziemlich kompliziert. Und Quantencomputer sind ja heute, ich würde mal sagen, dass sie dasselbe können wie unsere Computer, die wir kennen. Ja, ich denke, da ist es wie ganz, ganz am Anfang, als die IT oder als die Computer geboren wurden, da gab es ganze Turnhallen voll Elektronik, dass das überhaupt möglich wäre. Und ein Quantencomputer, der ist schon sehr, sehr riesengroß, wenn er schnell ist, wenn er viele Qubits hat. Es gibt kleine Quantencomputer, aber die haben dann weniger Qubits. Und die Quantencomputer heute, die können eine einzige Aufgabe extrem viel schneller lösen als andere. Aber das sind zum Teil nicht sehr komplexe Aufgaben. Und sie sind auch nicht sehr stabil, obwohl das immer besser wird. Und Quantencomputer, die haben nur noch schnell eine Klammer auf, eine weitere Klammer auf. Unser Computer, wie wir ihn heute kennen, der kennt nur zwei Zustände, das ist 0 und 1, also stromlos oder mit Strom. Und so wird alles berechnet. Alles, was Sie sehen, das Video, das Sie jetzt gerade anschaut, das sind eigentlich nur Nullen und Einsen in einem Computer und sonst nicht. Die sind nur so angeordnet, dass es ein Bild gibt, dass der Ton kommt und so weiter. Und bei Quantencomputer, der kann mehrere Zustände haben, da gibt es nicht nur 0 und 1. Die Herausforderung da ist allerdings, das Ganze stabil zu haben. Ein Computer, den haben wir schon lange. 0 und 1 ist kein Problem, um es stabil zu halten. Es gibt nur zwei Zustände. Aber ein Quantencomputer kann viele Zustände haben. Und dieses stabil zu bringen, da braucht es momentan noch wahnsinnige Kühlungen, also also Stickstoffkühlungen und so weiter. Und ja, da ist natürlich noch ein weiter Weg, bis das irgendwie mal marktreif wird. Trotzdem, der Fortschritt ist immer da. Wir wissen, Technologie geht sehr schnell voran. Das geht immer schneller voran. Ich habe vorhin gesagt, wir haben ca. 50 Qubits. Vielleicht sind es auch schon 80 Qubits im Moment. So die Rechenleistung, wenn wir von Quantencomputer reden. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Public Key haben, um den Bogen zu spannen, und wir wollen den Private Key berechnen, braucht es in der Theorie momentan ca. 2500 Qubits. Also ihr seht schon, ganz weit weg. Und wenn wir davon ausgehen, dass sich alle Jahre die Leistung verdoppelt eines Quantencomputers und wir heute bei 50, 80 sind, dann brauchen wir ca. ich sag mal 6 bis vielleicht 10, 12 Jahre, bis ein Quantencomputer theoretisch in der Lage wäre, einen Private Key zu errechnen, wenn er den Public Key dann hat. Jetzt ist natürlich dann die andere Frage,
Reichen denn die Kenntnisse, die man heute hat, die Möglichkeiten, die ein Quantencomputer heute bietet? Nein, das reicht eben nicht. Einfach nur 2.500 Qubits zu haben, reicht nicht, weil das sind mehrere Berechnungen nötig. Also ihr könnt nicht einfach dann, ich habe die Leistung, ich drücke jetzt auf den Knopf und ich sage dem, ich hätte gern für diesen String da, was den Public Key repräsentiert, hätte ich gern das Gegenstück zum Private Key. Da muss er natürlich dann noch ein bisschen mehr berechnen. Wahrscheinlich werden dann 2.500 Qubits auch nicht ausreichen. Also alles ziemliche Zukunftsmusik. Die Frage ist jetzt, wie kommt man denn überhaupt an den Public Key ran? Den muss man ja zuerst einmal haben. Wir wissen ja, die Adresse, die ist ein Hash des Public Keys, die wird mehrfach gehasht mit Prüfsummen und so weiter. Und es ist nicht möglich, von einer Adresse auf einen Public Key zu kommen. Die Frage ist aber, wie kommt man denn auch zu einem Public Key? Viele sagen ja immer, ja, du kannst den Private Key darfst du nie jemandem zeigen bei Bitcoin und Co., aber den Public Key, den kannst du schon rausgeben, mit dem kann man ja nichts anfangen. Das stimmt auch, ja, wie wir jetzt gelernt haben, das kann heute noch gar kein System, egal wie hoch die Leistung ist. Aber die Frage ist auch, weshalb jetzt Adresse und Public Key und Private Key, ist das überhaupt dasselbe? Wie gesagt, die Adresse ist ein Mehrfach-Hash, wenn man so will. Das zeige ich euch dann noch, weshalb mehrfach des Public Keys, und man kann eine gehashte Zahl, das ist ja keine Zahl, ist eine Kombination, ein Text aus Buchstaben und Zahlen. Und man kann da nichts zurückrechnen, egal wie viel Leistung das man hat. Das funktioniert nicht. Das ist einfach in der Mathematik. Die Mathematik ist so ausgelegt, in diesem Fall das Hashing, dass das nicht möglich ist. Wie kann es aber sein, dass irgendjemand meinen Public Key errät? Den habe ich ja auch bei mir. Es ist jedes Mal so, wenn wir etwas senden von unserem Wallet, ich bleibe jetzt mal bei Bitcoin, dann wird auch der Public Key mitgesendet. Signiert wird das Ganze ja mit einem Private Key. Dazu gibt es auch andere Videos von mir. Der Private Key, der geht nie raus, der signiert nur über den Public Key quasi die Transaktion. Und das sieht man dann in der ausgehenden Transaktion, sieht man dann den Public Key. Wenn ich jetzt also etwas aus meinem Wallet versende, der Public Key wird public in diesem Sinne, deshalb heißt er ja auch public. Und ich hätte jetzt in der Theorie einen Quantencomputer, der so schnell wäre, dass er mir den Private Key errechnen kann, dann wäre das natürlich ein Problem. Dafür gibt es aber Lösungen. Erstens, dritte Klammer auf, mit Schnorr Signatures wird es möglich sein, dass auch ein Public Key nicht mehr anfällig ist, eben um das Ganze zurückrechnen zu können. Wer das nicht weiß, was das ist, schaut mal nach bei Google. Also da gibt es einige Neuerungen, Erweiterungen, die für Bitcoin kommen. Eine davon ist eben dieses Schnorr-Signatures. Und das wird dann eben das Ganze extrem erschweren nochmals, dass man da überhaupt aus einem Public Key in Private Key rechnen kann, weil der Public Key dann nicht einfach so sichtbar ist. Auch bei einer Transaktion dann nicht. Und das andere aber, gute Wallets machen das so, bei einer Bitcoin-Transaktion wird ja das ganze Guthaben von einer Adresse komplett weggesendet. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bitcoin auf einer Adresse hat, wird der ganze Bitcoin weggesendet. Selbst dann, wenn man nur 0,1 Bitcoin versendet. Und man erhält dann die 0,9 Bitcoin, die man nicht versendet, wieder zurück auf eine neue Adresse. Also auf eine Adresse, von die noch nie was weggesendet worden ist. Und somit kann man den Public Key wieder nicht haben, weil es eine neue Adresse ist. Und gute Wallets, die machen das von sich aus. Und halt weniger gute Wallets machen das nicht. Ist aber heute auch kein Problem, weil niemand mit dem Public Key was anfangen kann. Und auch da, wenn ihr ganz sicher sein wollt, auch für die Zukunft, dann macht ihr einfach jedes Mal, wenn ihr irgendwas weggesendet habt, dann sendet ihr den ganzen Rest, was ihr noch im Wallet habt, auf eine komplett neue Adresse. Das ist eine Möglichkeit. Ganz eine einfache, simple, schnelle Möglichkeit. Oder eben, ihr schaut, dass ihr Wallets verwendet, die das so machen. Ich denke, werden immer mehr Adressen machen. Zum Beispiel Electrum macht das so. Dort habt ihr auch Coin Control, wo ihr genau sagen könnt, von welcher Adresse und so weiter ihr das machen möchtet. Ist aber natürlich nicht massentauglich. Ganz klar, also das Wallet muss das automatisch machen, ohne dass der Benutzer davon was mitkriegt. Das ist ganz wesentlich natürlich, weil alles andere ist ein bisschen zu kompliziert.
Jetzt schauen wir uns mal an, wie das denn funktioniert. Wie wird denn von einem Public Key die Adresse berechnet? Ich schalte da mal kurz um. So, das ist ein Wiki hier, ich gehe mal ganz hoch, wo eigentlich erklärt wird, wie die Version 1, das ist wirklich die erste ursprüngliche Adresse von der Bitcoin, von Bitcoin, also das Adressformat wird hier vorgestellt. Das ist einfach nur mal, es gibt ja mittlerweile schon drei Formate, also Adressen, die mit einer 1 anfangen, sind die ganz alten, die 3 ist so ein Zwischending, schon SegWit-tauglich und die BC1-Adressen, das sind dann die ganz neuesten, also Native SegWit, auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Ihr seht jetzt, hier haben wir mehrere Schritte, also wir haben hier mal den Private Key, der generiert wird, zum Beispiel sowas. Und daraus gibt es dann mit elliptischen Kurven, so Berechnungen, mathematisch, einen Public Key. Und dieser Public Key, mit dem kann eigentlich niemand irgendwie was stehlen, sondern er braucht unbedingt diesen Private Key. Wie wir gelernt haben, theoretisch in ferner Zukunft könnte es möglich sein, von dieser Adresse hier, von diesem Public Key, ist keine Adresse, das sage ich auch schon, von diesem Public Key zurückzurechnen zum Private Key. Jetzt, wenn wir aber nur die Adresse haben, ist es nicht möglich, weil alle weiteren Steps hier, die generieren aus diesem Public Key, der hier markiert ist, eine Adresse mit SHA-256, also mit Hashing. Das sind alles Hashing-Funktionen. Dann geht das da weiter nach unten. Ich gehe da nicht ins Detail rein, ist sehr technisch. Dann haben wir hier noch bei Step 7 haben wir eine Prüfsumme, die gemacht wird, damit es auch sicher ist, dass da alles richtig funktioniert hat, weiter, damit es keine Fehler gibt. Und am Schluss haben wir die bekannte Adresse, die mit einer 1 anfängt. Und von dieser Adresse ist es nicht möglich, egal wie viel Computerpower wir haben, Quantum Computer hin oder her, eben den Private Key hier ganz oben zu berechnen, ganz zu schweigen denn vom Public Key, also umgekehrt. Man kann mit dem Public Key nicht berechnen, ganz zu schweigen vom Private Key. So, das hätten wir mal geklärt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert, wenn wir da was wegsenden. Ich mache ein bisschen Montagsmaler, damit ihr das auch nochmals im Detail erklärt haben, vielleicht ein bisschen grafisch das Ganze. Jetzt sind wir hier auf meinem iPad. Ich habe da schon mal ein bisschen was geschrieben, also wir haben hier den Public Key zum Private Key zur Adresse. Wie gesagt, hier zwischendrin ist es die elliptische Kurve EC und hier zwischendrin ist es das Hashing. Also dieser Weg dann, ich mache da mal rot. Dieser Weg zurückzurechnen, also von einer Adresse zum Public Key, ist nicht möglich. Diese Adressen vom Public Key zum Private Key ist theoretisch möglich. Nur theoretisch, also mit den heutigen Computern nicht. Dann, dass wir das ein bisschen bildlich darstellen können, wie funktioniert jetzt das, wenn wir eben eine Wallet haben und wir haben Private und Public Key und die Adresse und wir senden was. Also wenn wir das so machen, dann haben wir hier zum Beispiel das Wallet. Wir haben hier die Blockchain. Und in unserem Wallet haben wir in einem gesicherten Teil unsere Private Keys. Dann haben wir unsere Public Keys. Ich sage hier mal Pub Key. Und hier haben wir unsere Adressen. So. Wenn ich jetzt also was versenden will, dann mache ich ja einen Ausgang von meiner Adresse zum in die Blockchain. Wichtig ist auch immer die Coins, also die Bitcoins, ich mache hier mal BTC zum besseren Verständnis, die bleiben ja immer in der Blockchain. Ich habe ja in meinem Wallet keine Bitcoin, das ist ja nur der Schlüssel, der es mir ermöglicht, die Bitcoins, die in der Blockchain sind, zu verschieben, eigentlich eine Transaktion durchzuführen, mehr nicht. Also, dass ich das Guthaben, was ich in der Blockchain habe, dass ich Zugriff darauf habe.
ist eigentlich das gleiche wie bei Online-Banking. Das Geld ist ja immer auf der Bank, das habe ich nicht bei mir zu Hause. Ich kann aber mit einem Webbrowser mich benutzen, an Passworten noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mich anmelden, habe dann Zugriff auf mein Konto und kann dann der Bank sagen, sende bitte von diesem Konto auf diesem Konto. Und das mache ich hier eigentlich auch. Hier die Blockchain, die verwahrt alle Bitcoin auf, da ist alles dort drin und ich habe einfach den Zugang zu den entsprechenden Bitcoin. Wenn ich jetzt an sowas senden will, brauche ich ja noch ein weiteres Wallet. Ich muss ja den Empfänger kennen. Da mache ich nochmal ein Wallet. Ich zeichne das einfach so hier. Und ich zeichne hier dann entsprechend den Pfeil. Naja, Pfeil, bisschen grusig. So, habe ich hier die Empfänger-Wallet. Dann sende ich hier, ich nehme mal eine andere Farbe, sende ich hier die Transaktion hier rüber zum Wallet. So, das geht dann, ist alles ganz vereinfacht dargestellt. Mir geht es auch darum, dass es sehr einfach dargestellt ist. So, wenn ich jetzt diese Transaktion durchführe, dann passiert in meinem Wallet Folgendes. Also sagen wir mal Wallet 1 und Wallet 2. Bei Wallet 1 signiere ich mit dem Public Key die Transaktion, damit sichergestellt ist, dass ich der Besitzer dieser Bitcoin bin. Und somit ist dann, wenn die Miner hier in der Bitcoin-Blockchain die Transaktion bestätigen, dann geht das dann weiter auf eine neue Adresse hier im Wallet 2. Und im Wallet 2 erhalte ich dann die Menge Bitcoin, die ich bei Wallet 1 gesendet habe, die eben signiert worden ist mit dem Private Key. Dass das funktioniert, wird eben hier mal die Empfängeradresse benötigt und die Absenderadresse natürlich auch benötigt. Und beim Signieren, wie bei der Transaktion, wird eben auch der Public Key mitgegeben. Und man hat dann theoretisch den Public Key. Den kann man natürlich nicht einfach so auslesen, aber es gibt Mittel und Wege, wie man den eben einsehen kann. Mit dem kann ich, wie gesagt, heute nichts anfangen. Ist ja ein Public Key, ist ja für die Öffentlichkeit, deshalb Public, also kein Problem. Zumindest mehr, solange wir eben noch nicht die extreme Rechenpower haben, die es heute gar nicht gibt. Und dann ist die Transaktion eigentlich auch abgeschlossen. Zum Empfangen bei Wallet 2 hier brauche ich keinen Public Key. Ich brauche nur die Adresse. Das ist alles, was ich brauche, damit in der Blockchain dann geschrieben worden ist, dass 1 zu 2 Bitcoin gesendet hat. Nur das steht dort drin, sonst nichts. Und bei der Transaktion hat es einfach für den Absender mehr Informationen drin als für den Empfänger. Beim Empfänger gibt es nur die Adresse und sonst gar nichts. Und deshalb ist es auch so, wenn ich jetzt sicher gehen will, dass mein Public Key nie irgendwo sichtbar ist, solange es zumindest diese Schnorr-Signatures noch nicht gibt, so lange kann ich dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier 0,1 von 1 Bitcoin gesendet, ich sende dann die restlichen 0,9 Bitcoin auch zu einer neuen Adresse, außer ich habe eben, wie gesagt, ein Wallet, was das automatisiert schon. Das ist eigentlich die ganze Hexerei, viel mehr ist da eigentlich nicht. Und das Ganze hier geht eigentlich für alles, was auf einer, sag mal, klassischen Blockchain aufgebaut ist, was eben so wie Bitcoin funktioniert, was ein Altcoin zum Beispiel von Bitcoin ist, was das übernommen hat. Da müsst ihr dann immer auf nachsehen für die anderen Kryptowährungen oder genau für die anderen Kryptowährungen, wie das ist. Also die Coins, die eine eigene Blockchain haben, wie die das dann handhaben, wie die Wallet aufgebaut sind, wie die technisch funktionieren wegen dem Public Key, ob der entsprechend dann sichtbar wird oder nicht. Ich weiß zum Beispiel auch bei IOTA, da sind sie ganz streng. IOTA hat das von vornherein schon so eingebaut, dass ihr, wenn ihr mal eine Adresse verwendet habt, das heißt, bei ihnen heißt ja auch verwendet, wenn von dieser Adresse mal was weggesendet worden ist, dann müsst ihr eine neue Adresse verwenden. Das ist ja schon im Trinity Wallet eingebaut, dass das fix so gemacht wird. Hat ja auch ein bisschen Probleme verursacht am Anfang, weil halt das Handling ein bisschen kompliziert ist. Das wurde aber mittlerweile ziemlich gut gelöst, zumindest jetzt mit der ganz neuesten Trinity-Version, die dann da neu rauskommt in den nächsten paar Tagen, Wochen. Da ist es eben dann wirklich gelöst, dass wir keine Probleme mehr damit haben. Wobei meistens ging es eigentlich gut, solange die Transaktionen bestätigt worden sind.
Dann musste man einfach komplett eine neue Adresse generieren, aber das war ja eigentlich auch schon automatisiert. Und dort ist es eben einfach fix und das geht nicht anders. Also, aber wir können natürlich bei Bitcoin, Ethereum und Co. können wir so oft dieselbe Adresse verwenden, wie wir wollen, selbst wenn wir mal was von dieser Adresse weggesendet haben. Aber ihr wisst jetzt in etwa für die Zukunft, wie gesagt, wir reden da von mindestens 6, 7 Jahren, wo wir uns da mal Sorgen machen müssen. Und da geht natürlich noch viel, viel Zeit ins Land, da wird noch viel ändern. Und eben wie gesagt, da kommt dann eben auch das Schnorr-Signatures dazu für Bitcoin, was dann das auch wieder entschärft. Und für die anderen Blockchain, Kryptowährungen und so weiter muss man natürlich schauen, wie die das dann lösen. Und hier bei Bitcoin am besten eine Wallet verwenden, wie zum Beispiel das Electrum, was das Ganze eh schon automatisiert, sodass das Retourgeld eigentlich von dem UTXO, das könnt ihr dann noch googeln, das ist ein bisschen komplizierter, also dieser Unspent Transaction Output, weil ihr ja da immer alles sendet bei einer Transaktion und ihr einfach wieder das Retourgeld, was ihr nicht ausgegeben habt, bekommt in eurer Wallet, dass das eben bei Electrum auf eine neue Adresse geht. Mir geht es in diesem Video hauptsächlich darum, dass ihr Verständnis habt, wie das funktioniert und vor allem auch diese Angst zu nehmen von wegen, ah, ist ja eigentlich nicht sicher, wenn dann die Quantencomputer kommen, dann die werden das Mining übernehmen und die können alle Private Keys hacken. Nein, das können die nicht, egal wie schnell die sind. Also brauchst du schon ein bisschen mehr. Und wir haben gesehen, die einzige Schwachstelle eigentlich jetzt bei Bitcoin und bei den klassischen Kryptowährungen ist wirklich, dass der Public Key eigentlich verwundbar ist in der Theorie, weil er eben mit einer elliptischen Kurve generiert worden ist. Und hier nochmals, ich kann es wahrscheinlich nicht genug sagen, wenn ihr ganz sicher sein wollt, wenn ihr euch heute schon sagt, nee, ich will das nicht, ich möchte wirklich, dass da nichts passieren kann, ist natürlich bei Paper Wallet genau dasselbe. Deshalb sagt man ja auch bei Paper Wallets immer, wenn ihr mal jemals was verwendet habt von einem Paper Wallet, wenn es nur 0,001 Bitcoin ist, wenn ihr von dieser Adresse mal was weggesendet habt, dann müsst ihr ein neues Paper Wallet erstellen und alles vom alten auf das neue Paper Wallet senden. Das ist dort noch viel wichtiger. Und das ist eben, wie gesagt, eigentlich die einzige Schwachstelle. Wenn ihr schon bei Quantencomputer sind, ich sage es immer wieder gerne, Bitcoin, Krypto ist unser kleinstes Problem. Wenn ein Quantencomputer wirklich mal Verschlüsselungen knacken könnte, dann ist das ist das letzte Problem. Außer es ist dann in einer Zeit, wo man natürlich verstärkt Kryptowährungen verwendet, dann wird das natürlich mit diesem ganzen Public und Private Key schon viel wichtiger. Aber bis dann werden wir so oder so Lösungen haben. Die Lösungen werden schneller kommen, als die Quantencomputer in der Lage sein werden, da irgendwas. Na, jetzt hat, glaube ich, gerade das Bild geruckelt. Ich schalte da mal kurz um. So, eben, ich denke, dass die Quantencomputer viel weniger schnell in der Lage sind, so etwas zu knacken, als dass es Lösungen gibt, was es eben dann quantensicher macht. Ganz anders sieht es aus bei unseren täglichen Besuchen auf Webseiten, bei Netflix schauen, auf Facebook, Online-Banking besonders. Das sind alles Standardverschlüsselungen, die wir dort haben. Und da könnten dann Quantencomputer schon eher ein Problem werden, wobei auch da, wir reden von 10 Jahren vielleicht bei die, je nachdem, wie gut die Verschlüsselung ist natürlich. Ja, also, aber nichtsdestotrotz, man muss das heute anschauen. Und wenn ich da so ein bisschen schauen, was da so geht in der Industrie, denke ich eher, dass wir auf die richtige Kryptographie mit SHA-256 oder irgendwas mit Hashing machen müssen. Das ist wahrscheinlich wichtiger, dass wir dann eine entsprechende Blockchain verwenden für eben auch solche Dinge wie Facebook und so. Ob es dann da immer noch Facebook heißt, ist eine andere Sache. Und dass wir dann entsprechend den Umgang damit verstehen oder eben Software haben, die das komplett automatisieren, wo das eben dann wirklich kein Problem sein wird, auch bei Quantencomputern nicht. Ja, ihr seht, alles halb so wild, sieht vielleicht ein bisschen kompliziert aus und jetzt werden wahrscheinlich wieder einige sagen, das ist ja alles nicht massentauglich. Deshalb habe ich ja aber gesagt, es wird in den Wallets alles komplett automatisiert, so dass der Benutzer damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Ich kann ja auch Auto fahren, ohne zu wissen, wie ein Motor funktioniert oder wie ein ganzes Auto aufgebaut wird. Das muss ich ja dafür nicht wissen und dasselbe ist bei Krypto wird es genau gleich sein. Im Moment ist es halt noch so, dass man
ein bisschen Grundwissen mitbringen sollte. Das ist übrigens immer so bei neuesten Technologien, aber mit der Zeit wird das so simpel, so einfach, dass jeder und jede das eigentlich komplett easy verwenden kann, ohne dass man diese ganzen Hintergründe kennen muss. Ich hoffe, dieses Video war für euch informativ. Wenn dem so war, lasst mir bitte den Daumen hoch da. Für ein neues Abo bin ich immer happy. Und wenn ihr über diese und ähnliche Themen diskutieren möchtet, kommt doch bitte in die Community von TOBG, einmal auf Telegram oder Discord. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch was. Wir sehen, lesen und hören uns. Bis dann und tschüss.